Raus in den Jazz auf dem Weg zu Lehmann Audio, um dort eine Folge der Plattentipps zu drehen. Ein halbes Dutzend recht unterschiedlicher Schallplatten nahm ich mit, um sie auf dem Kanal Lehmann Audio vorzustellen. Und hier erstmal Stopp, um allen die Möglichkeit zu geben, auf den Kanal von Lehmann Audio dieses Video der Plattentipps sich anzusehen. Der Dreh war sehr interessant, doch habe ich in der Aufregung viele Informationen, die ich euch mitgeben wollte, nicht angebracht. Darum also hier diese Ergänzung. Das Album Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die oder einfach nur kurz Fly or Die 3 von der Trompeterin Jamie Branch aus dem Jahr 2023 ist das erste Album, das ich vorstelle. Jamie Branch war die kreative Trompeterin und Komponistin der letzten Jahre in den USA. Nach Fly or Die 1 und Fly or Die 2 folgte das 2021er Live-Album in der Schweiz aufgenommen mit vielen Stücken aus Fly or Die 1 und 2, das mich gepackt hat, als ich es zum ersten Mal gehört hatte. Diese Spielfreude, dieser Einfallsreichtum der Jazz-basierten Crossover-Kompositionen, schon fast ins Punkige gehende, waren für mich ganz ungewohnte Klänge. Ich schätze sie besonders als Komponistin, was sie hier für Nummern und Klangwelten schuf. Man erlebt ihre Freude bei manchen Stücken und spürt ihre Wut bei gesellschaftskritischen Werken. Bei Fly or Die 3, das leider erst nach ihrem Tod 2022 erschien, ist der Grundteppich moderner Jazz, der hier stark mit Ska, Funk, Hip-Hop und Punk-Einflüssen gemischt wird. Manchmal erinnert ihre Trompete auch an eine New Orleans Mardi Gras Band. Sehr vielseitig und abwechslungsreich. Innerhalb von wenigen Sekunden versetzt sie einen in eine andere Welt. Mal ist es laut, mal ist es wild. Erlebenswert. Bei Jamie Branch war es ein HiFi-Händler, der mich in der Unterhaltung zu dieser Künstlerin brachte. Auf dem YouTube-Kanal Soul Disco stellt Nadine ihre Leidenschaft für Jazz, aber hauptsächlich für Soul- und Disco-Musik der 50er, 60er, 70er Jahre vor. In einem ihrer Videos rät sie zum Einstieg in das Genre, sich einfach mal einen Sampler zu kaufen mit verschiedenen Interpreten und Songs dieser Zeit. Ich holte mir einfach beim Gebrauchtplattenladen mir so eine Doppel-LP vom Motown-Label. Man hört den Songs ihr Alter schon an und manchmal übersteuern sie auch in den Höhen. Und dennoch machen sie so viel Spaß und reißen einen mit. Die Wirkung der Songs auf mich hat mich am meisten überrascht. Hört euch mal den Song »I Can't Help Myself« von den Four Tops an. Der Basslauf lässt einen aufstehen und auf der Stelle losrennen. Überhaupt lohnt es sich, Bassspiel, Tambourin, Bläser, Backgroundsänger genauer zu verfolgen. Dann kommt man der Hitformel schon auf die Schliche. Von 61 bis 71 hatte Motown 110 Top 10 Hits. Nicht umsonst. Bei meiner Suche nach neuen, gebrauchten Lautsprechern lernte ich viele Leute kennen. Und einer von denen, bei denen ich Probe hören im Wohnzimmer durfte, legte den Titel Undercover Agent of the Blues ein von Tina Turners Album Foreign Affair. Lange suchte ich nach dem Album und erst ein Jahr später fand ich diese Pressung aus dem Erscheinungsjahr 1989. Ich nenne das mal ein Pin-Up Gatefold, aber sehr gelungen. Da zeigt sich wieder ein Vorteil von LPs gegenüber den CDs. Nach ihrem Solo-Debütalbum Private Dancer 1984
für das es auch drei Grammys gab, und Break Every Rule kam 1989 Foreign Affair heraus, das gerade in Europa viele Nummer 1 Platzierungen schaffte. Der Opener Steamy Windows ist schon fast eine Bluesrock-Nummer, bei der das prägnante Schlagzeug den harten Beat vorgibt. You Know Who könnte auch eine Michael Jackson-Nummer sein. Cool, hier Tinas Stimme zu hören. Not Enough Romance hat eine Melodie im Refrain, die schon fast 90er tauglich ist. Und Song Nummer 2 schafft es, dass jeder Hörer sich persönlich angesprochen fühlt. Mein besonderes Augenmerk liegt auf aktuellem Jazz und lebende Künstler. Und bei der Grammy-Verleihung 2024 in der Kategorie Bestes Album eines Jazz-Großensembles gewann das Count Basie Orchestra Swings the Blues. Count Basie selber starb 1984, aber das Orchester wurde immer weitergeführt. Dieses Album ist eigentlich ein Blues-Album. Hier lud man sich viele Gastmusiker ein, wie Mr. Sip, Castro Coleman, Betty LaVette, George Benson, Buddy Guy und viele weitere bekannte Namen. Diese Blueskönner mit Mundharmonika, Gitarrensoli, treibendem Blues in Kombination mit dem Orchester. Man kommt sich beim Hören vor wie in der ersten Reihe eines großen Benefizkonzerts. Das Album For Jimmy, Wes and Oliver von Christian McBrides Big Band Projekt beinhaltet auch eine große Formation, jedoch deutlich jazziger und durch die wichtige Rolle der E-Orgel mit ganz eigener Klangfarbe und Schwung. 1966 nahm Jimmy Smith mit Wes Montgomery zwei Alben mit Big Band auf. Arrangeur war Oliver Nelson. Als Hommage daran hatte Christian McBride die Idee zu diesem Doppelalbum. 6 der 10 Stücke sind große Big Band Nummern mit Trompeten, Posaunen und Saxophonen. Dazwischen 4 Stücke, in denen intim nur das Quartett aus Bass, E-Orgel, Gitarre und Drums spielt. Jeder, der bisher Nein zu Jazz sagte, kann sich das sicherlich gut anhören. Und was Christian McBride anfasst, hat eh Hand und Fuß. 1972 geboren, ist der Bassist Christian McBride jetzt schon eine Legende. Spätestens seit dem Album Mood Swing des Joshua Redman Quartetts aus dem Jahre 1994 starteten die Karrieren aller Beteiligter steil durch. Erst 26 Jahre später kamen alle 4 zu Round Again wieder zusammen und produzierten gleich darauf noch das Long Gone. Alle 4 Musiker sind seit Jahrzehnten sehr präsent im Jazz. For Jimmy, Wes and Oliver bekam 2022 auch einen Grammy für Bestes Album eines Jazz-Großensembles. Zum Abschluss noch ein gelungenes Experiment, bei dem ich wirklich dankbar bin und froh, dass man diese Idee umsetzte und es so gut gemacht hat. Elvis Presley mit dem Royal Philharmonic Orchestra aus London hat so nie stattgefunden. Doch in den Abbey Road Studios ließ man das Orchester 14 Elvis-Songs nachorchestrieren. Bei den Elvis-Shows der 70er hatte er ja auch eine tolle Band. Jetzt ihn vor ein Orchester zu stellen, ist nochmal etwas ganz anderes. Als das Orchester begann und Elvis mit Burning Love startete, musste ich erstmal stoppen und eine Menge Leute erzählen, welche Vorfreude ich nach diesen 20 Sekunden jetzt schon auf den Rest habe. 2 Jahre später folgte mit The Wonder of You dann das Folgedoppelalbum im gleichen Stil, Elvis mit dem Royal Philharmonic Orchestra.
15 weitere Songs in toller Qualität. Beide Alben klingen, als würde Elvis hier wirklich live in der heutigen Zeit mit modernster Aufnahmetechnik toll arrangierte Konzerte geben, mit jeweils einer super interessanten Setlist. Das waren sie, nochmal aus anderer Perspektive, die 6 Alben, die ich bei Lehmann Audio in den Plattentipps vorstellte. Die Alben verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr sie euch zulegen möchtet. Diese 6 Platten zeigen auch gut, auf was man so kommt, wenn man mit anderen Musikbegeisterten spricht. Wenn man offen ist dafür, was heutzutage so produziert wird und sich die Umsetzung mutiger Ideen lohnt.